I spent many nights lying in wait until dawn, staring at the walls for an eternity. They stared back and crept closer. I no longer feel any pain, only warm, flowing blood. It all seems like a dream. Is the war over? Where am I? And where's my equipment? I'm almost naked. I need to get out of here as quickly as possible. But not without a weapon. They're coming. I'd better hide in the wardrobe. Hoffentlich kommt bei dir ab. Nun schau dir das an. Klar, das ist einer von denen. Der olle Drecksack. Er hat sich lieber erschossen, als seine Nutte zu verraten. Oder sie hat ihn erschossen. Tja, er wird uns nicht mehr sagen können, wer es war. Zum Teufel mit ihm. Los, lass uns wieder verschwinden und Meldung machen. Erst suchen wir weiter. Hier riecht's so komisch. Wonach riecht das hier? Ich rieche nichts. Bist du sicher, dass die kleine Nutte hier ist? Die hätte ihn doch sicher nicht einfach so rumliegen lassen. Ich bin sicher, sie ist hier. Wir haben noch nicht alles abgesucht. Das Blut ist frisch. Sie kann nicht weit sein. Sei vorsichtig. Ich traue dieser Bande alles zu. Vielleicht ist das eine Falle. Hast du etwa Angst vor einem Mädchen? Die sind sowas von feige, die Engländer und Franzosen. Tch, lassen ihre Weiber für sich kämpfen. Hier ist sie jedenfalls nicht. Lass uns weiterschauen. Ja, besser ist das. Die werden uns die Eier langziehen, wenn wir sie nicht bald finden. Gut. Wenn irgendwas ist, ruf mich. I needed a weapon, at all costs. Wahnsinn, ist das wirklich wahr? Die Sturmbrigade Dirlewanger? Überleg mal, erst wurde Schünzel ermordet und jetzt das Attentat auf Kamm. Da haben sicher Agenten aus London ihre Finger im Spiel. Hallo? Passiert doch sowieso nichts. Ah!
Mist! Das wird eine Sauerei hier. Jetzt hab ich Nacht. Was ist da wer?